Hallo, Maria. Hallo, Paul. Wie geht es dir? Leider geht es mir nicht sehr gut. Morgen ist der letzte Schultag. Du weißt, ich mag dich sehr und möchte dich weiterhin sehen. Paul, das ist kein Problem. Wir können uns weiterhin außerhalb der Schule treffen. Ich wohne nicht weit weg von dir. Maria, unsere Begegnung macht mich glücklich. Das freut mich sehr. Wir könnten uns nächstes Wochenende treffen. Hast du Zeit? Ja, gerne. Danke für die Einladung. Wo treffen wir uns? Bei dir, zu Hause. Ich hole dich ab. Wann kommst du? Ich denke, gegen 14 Uhr wäre eine gute Zeit. Super, das wird ein schöner Tag. Ich muss jetzt los. Wir sehen uns dann. Tschüss. Bis bald. Hey Maria. Hallo Nina. Hatte dich bis jetzt gar nicht gesehen. Wie auch, du warst sehr abgelenkt gerade. Oh ja, wir hatten ein nettes Gespräch. Maria, du bist verliebt. Ich freue mich für euch. Dankeschön, Nina. Du strahlst ja, siehst sehr glücklich aus. Seine Augen, es fühlte sich ganz warm an. Was macht ihn für dich so besonders? Ich finde ihn sehr süß. Er ist lustig, hat sehr viel Sinn für Humor. Ich mag seine Stimme, als würden wir uns schon immer kennen. Er tritt sehr selbstbewusst auf, weiß, was er will. Er hat eine sportliche Figur und einen knackigen Po. Oh Mann, ein Traumprinz. Da magst du heute recht haben, als Kind jedoch war er sehr dick. Ich kenne Paul erst seit der Oberstufe. Als Kind war ich auch nicht die schlankeste. Du bist so lustig. Hihaha. Ich schwebe im siebten Himmel. Ich wünsche euch ganz viel Spaß am Wochenende. Dankeschön, Nina. Es könnte ein heißes Wochenende werden. Lasse uns zusammen ein erfrischendes Eis essen gehen. Das muss gefeiert werden. Gute Idee, Nina. Lasse uns sofort losgehen. Tschüss, Leute. Wir sehen uns. Tschüss.